herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 25. November und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. Mein Name ist Jordan Belfort. Inzwischen kennt man uns. Niemand kann vorhersagen, ob eine Aktie steigt oder fällt oder sich seitwärts entwickelt. Logo. Der Trick, um im Moment richtig Geld einzustreichen, ist, man positioniert sich schon vorher, noch vor dem Barausgleich. Denn wenn man erst drauf kommt, sobald es im Wall Street Journal steht, wird es mit Sicherheit zu spät sein. Vielleicht nicht ganz so exzessiv, aber die Euphorie in Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, die kennen wir doch irgendwoher. Es gab sicher so einige Momente in diesem Jahr, in denen der Puls von Bankern und Aktionären in die Höhe geschossen ist. Tech-Aktien zum Beispiel kannten lange nur den Weg nach oben und auch ganz andere Branchen und Unternehmen, zum Beispiel der Lieferdienst Delivery Hero, zählten eindeutig zu den Corona-Gewinnern. Bis dann die Nachricht kam, auf die alle Welt gewartet hatte. Ein Impfstoff ist in Sicht. Und das hat nicht nur die Gemüter der Politik, der Wirtschaft und der Gesellschaft erhitzt. Nein, diese Nachricht hat vor allem auch die Aktienmärkte ordentlich durcheinandergewirbelt. Die Aktie von Delivery Hero rutschte um 6,5% ab. Das Corona-Opfer Lufthansa hingegen schoss mal eben um 15% in die Höhe. Spätestens jetzt lohnt es sich also, die Märkte mal tiefer zu analysieren. Den Blick in die Branchen und wie sich die Börsen nächstes Jahr entwickeln können, darüber hat meine Kollegin Lena Bujak bereits am Montag ausführlich berichtet. Und da zoomen wir heute nochmal rein und vervollständigen Ihr Aktienwissen um einen zweiten Teil. Sortieren sich die Märkte jetzt neu? Werden Gewinner jetzt schlagartig zu Verlierern? Oder berappeln sich Unternehmen wie beispielsweise HelloFresh oder Zoom wieder? Wir klären diese Frage heute mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer. Er hat übrigens auch eine steile These zum Thema Jahresendrallye. Eine, die sicher nicht jedem gefallen wird. Aber um es mal im rheinischen Dialekt zu formulieren, et küt wird küt. Sie merken, wir sind heute absolut im Börsenreporter-Modus. Und wenn wir schon über die Börsen sprechen, dann können wir die jüngsten Nachrichten von der Wall Street natürlich nicht außer Acht lassen. Ladies and gentlemen, I got your watches coming in November 25th, 2020 and the Dow Jones closed above 30,000. Für alle, die es jetzt nicht ganz verstehen konnten, der Dow Jones hat gestern erstmals die Marke von 30.000 Punkten geknackt. Ob diese Rallye weitergeht, das besprechen wir im Anschluss mit unserem Börsenexperten Markus Koch. Heute wird es richtig monothematisch. Alles dreht sich um die Welt der Aktien und wir starten diese Reise jetzt mit unserem Marktbericht. Uns zugeschaltet ist dafür jetzt Andrea Künnen, eine unserer Finanzredakteurinnen in Frankfurt. Andrea, hat das Allzeithoch beim Dow Jones und auch beim S&P 500 denn auch die europäischen Börsen mit nach oben gezogen? Heute nicht, da ist es an Europas Börsen eher ruhig. Die großen Indizes, die liegen ganz leicht im Minus. Wenn wir uns aber ansehen, was seit Beginn der Impfstoffrallye vor anderthalb Wochen passiert ist, dann sieht die Lage anders aus. Seither haben nämlich die europäischen Börsen unter dem Strich sogar stärker zugelegt als die Wall Street. Der DAX gewann seither mehr als 6%, der breite Börsenindex Stock 600 sogar 7%. Der Grund dafür, der liegt letztlich auf der Hand. Die positiven Nachrichten bei der Impfstoffentwicklung von inzwischen drei Herstellern, die machen Anlegern Hoffnung. Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität und auf eine Erholung der Wirtschaft. Davon profitieren die von der Konjunktur abhängigen Aktien besonders. Und davon gibt es halt an den europäischen Börsenindizes mehr als an der Wall Street. Jetzt zeigt sich diese Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung aber nicht nur bei den Aktien, oder? Wir sehen es auch ganz klar bei Rohstoffen zum Beispiel. Der in diesem Jahr erneut eingebrochene Ölpreis, der hat in den vergangenen anderthalb Wochen mehr als 20% zugelegt. Er hatte sehr viel Nachholbedarf. Die DZ-Bank hat jetzt gerade eine Studie veröffentlicht mit dem Titel Partystimmung am Rohölmarkt.
Dass die Investoren auf eine Konjunkturerholung setzen, das zeigt sich aber auch beim Goldpreis mit umgekehrtem Vorzeichen. Der Goldpreis legt jetzt heute zwar auch ganz leicht zu, hat aber in den vergangenen Wochen schon 7% an Wert eingebüßt und von seinem im August erreichten Rekordhoch von 2075 Dollar, da ist er inzwischen 12% entfernt. Aber ist das nicht nur damit zu erklären, dass die Anleger noch mehr ins Risiko gehen und deshalb sichere Häfen wie Gold verlassen? Ich denke, da kommt mehr zusammen. Ist klar, der Ruf als sicherer Anlagehafen, der ist für Gold derzeit eher eine Belastung. Aber der Goldpreis litt zuletzt deutlicher als zum Beispiel deutsche und amerikanische Staatsanleihen, die ja ebenfalls als Anlage in Krisenzeiten gefragt sind. Gold gehört jetzt aber zu den Anlageklassen, die in diesem Jahr am meisten zugelegt haben. Von da nehmen Investoren jetzt zum Teil einfach Gewinne mit und das noch stärker als bei anderen Assets. Und außerdem sind an den Terminmärkten laut Experten jetzt weniger Wetten auf steigende Goldpreise zu beobachten. Auch das drückt den Preis. Andrea, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Ich danke. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblatt-Produkt. Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com/geld oder in den Shownotes. In diesem Jahr ist viel passiert in der Aktienwelt. Aber es war nicht einfach nur viel, sondern zum Teil auch unberechenbar. Es wirkte fast so, als hätten die Märkte ein Eigenleben entwickelt. Eine Rallye, ein Rekordhoch nach dem anderen, völlig losgelöst von dem, was Corona in der realen Wirtschaft verursacht hat. Eine Jahrhundertrezession und jede Menge Unsicherheit. Mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer sortieren wir die Gewinner und Verlierer an den Börsen jetzt mal neu. Natürlich unter besonderer Berücksichtigung der jüngsten Impfstoffnachrichten. Ulf, ich würde vorschlagen, wir starten mit den Aktienhelden, muss man schon fast sagen, der jüngsten Vergangenheit, nämlich die von ganz oben durch die positiven Impfstoffnachrichten dann ziemlich weit nach unten gestürzt sind. Ja, das sind Aktien so wie HelloFresh, Delivery Hero, TeamViewer, Zoom in Amerika, also alles Aktien, die bringen dir das Essen nach Hause, oder das sind Aktien, die Videokonferenzen ermöglichen, die Fernwartung sowie TeamViewer des Computers im Homeoffice ermöglichen. Das Problem ist bei all diesen Aktien, dass diese Unternehmen wenig bis gar kein Geld verdienen. Das spricht völlig gegen die Aktien. Was aber wiederum für sie spricht, ist, diese Unternehmen stellen tolle Produkte und tolle Dienstleistungen her. Sie bieten Dienstleistungen an, wie sie durch Corona einen enormen Schub erlebt haben. Und dieser Schub, der wird ganz sicherlich nicht wieder verschwinden. Auch dann nicht, wenn Corona vollständig eines Tages besiegt sein sollte, weil alle Menschen geimpft sind. Deshalb ja, Korrektur ja. Diese Aktien sind krass überbewertet, deswegen auch eine scharfe Korrektur. Aber kein dauerhafter Einbruch, denn verschwinden werden diese Aktien und Unternehmen ganz sicher nicht. Drehen wir das Ganze mal um. Welche Aktien sind denn jetzt nach dieser Impfstoffnachricht total nach oben geschossen? Ja, ich kann mich noch genau an diesen Tag erinnern, als da dieser erste Impfstoff, als diese erste Impfstoffmeldung kam, und ich habe sofort instinktiv auf Pharma-Biotech-Werte geschaut. Ja, die haben auch gewonnen, das stimmt. Aber es haben bei weitem nicht nur Biotech- und Pharma-Aktien gewonnen, es haben einfach alle Aktien gewonnen, wirklich alle. Angefangen von Fluggesellschaften, Flugzeugbauer, da konnte ich es mir irgendwie auch noch vorstellen, ne, so eine MTU, so eine Lufthansa, dass die jetzt kräftig zulegen. Nein, aber es haben wirklich alle Industriewerte gewonnen und das auch nicht irgendwie mit 3, 4, 5%, sondern alle weit mehr als 10. BASF, Bayer, die Autobauer, sie haben alle weit mehr als 10% an diesem einen Tag gewonnen. Und das Interessante ist, diese Rallye ging auch anschließend weiter. Genau. Und also muss man auch mal einfach sagen, es ist schon der Wahnsinn, wie eine einzige Nachricht die Aktienmärkte so stark beeinflussen kann. Also deshalb auch die Frage, wie nachhaltig kann das überhaupt sein? Ja, das stimmt. Das ist ungewöhnlich, dass eine so eine Nachricht so einen unglaublichen Schub auslöst. Das ist wirklich selten. Aber man muss dabei berücksichtigen, auf diese eine, wirklich eine Nachricht haben wir
wirklich ewig lange gewartet. Ein halbes Jahr, das ist für die Börse sehr, sehr lange. Und jetzt ist sie endlich gekommen und sie kam im Grunde früher als erwartet. Insofern sind Börsianer auf dem falschen Fuß erwischt worden, weil man hatte damit in diesem Jahr gar nicht mehr gerechnet, dass diese Nachricht kam. So, und jetzt, wie nachhaltig ist die Trendwende? Ja, sie ist nachhaltig, wenn keine Rückschläge kommen. Ne? Also die Impfstoffproduzenten jetzt nicht in der dritten wichtigen Testreihe einräumen müssen. Da so schnell geht das jetzt doch alles nicht. Wir können jetzt doch nicht im Frühjahr loslegen mit dem Impfstoff. Nämlich genau davon gehen die Börsen aus, dass es im Frühjahr jetzt losgeht. Ne? Und das ist mit dieser Kursrallye verbunden. Wenn es also nicht im Frühjahr losgeht, ja, dann werden wir Rückschläge kriegen. Und da muss man aber auch einfach mal sagen, ist ja schon sehr optimistisch gedacht, dass man so felsenfest davon ausgeht. Also wir erleben gerade einen zweiten Lockdown. Es könnte vielleicht sogar auch noch ein dritter auf uns zukommen, weil mit dem zweiten hat ja auch keiner so richtig gerechnet bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und trotzdem sind Analysten und Investoren durch die Bank weg positiv gestimmt. Wie kommt das? Ja, weil mit diesem Lockdown einfach keiner rechnet. Also wenn der jetzt wirklich käme, so wie du es beschrieben hast, das würde sicherlich dann nochmal, dann würden die Karten ganz neu gemischt werden. Aber an der Börse rechnet niemand mehr mit diesem Lockdown, dass das nochmal in der Schärfe wie im Frühjahr kommt. Also ein ziemlich großes Vertrauen von Investoren und Aktionären. Ja. Ulf, gibt es eigentlich auch Aktien, die von der gesamten Corona-Misere unberührt, also von Anfang bis jetzt stabil geblieben sind? Nein, das gibt es nicht. Also das dachte ich auch, dass es das gibt. Also es gibt natürlich, ja, wie du gerade sagtest, diese Corona-Profiteure, die sind natürlich stabil geblieben, weil sie profitieren seitdem. Aber es gibt keine Aktien, die im März, in diesem Crash im März, unberührt blieben. Also es fielen wirklich alle. Ich habe mir das nochmal angeguckt im DAX. Also auch eine Deutsche Post, eine Deutsche Telekom, die jetzt unter Corona im Grunde gar nicht leiden. Auch die sind crashartig nach unten gefallen. Was mir wiederum zeigt, wenn es mal sowas gibt, so ein Crash, wie wir im März erlebt haben, ja, dann lohnt es sich im Grunde immer dagegen zu halten und in diesem Crash zu kaufen und nicht zu verkaufen. Jetzt hast du ja zu Beginn an schon die Verlierer aufgezählt und hast auch gesagt, das ist höchstwahrscheinlich kein Dauerzustand bei einigen. Ja, wer von denen, die du genannt hast oder generell von den Verlierern dieser Impfstoffnachricht, könnte sich dann wieder berappeln? Ja, das glaube ich, dass das bei vielen gelingen wird. Nämlich Unternehmen wie Zoom oder TeamViewer sind auch völlig ohne Corona überhaupt nicht mehr wegzudenken, glaube ich. Also mit Zoom habe ich zum Beispiel täglich zu tun, immer wenn wir unsere Videokonferenzen hier in der Redaktion machen. Das läuft alles über Zoom und das läuft ausgezeichnet, muss ich sagen. Und auch mit TeamViewer habe ich öfter zu tun. Nämlich immer irgendwie, wenn ich irgendwelche Probleme an meinem Rechner habe, dann rufe ich unsere Hotline an und die schalten sich dann, wenn es so auf die Schnelle nicht zu lösen gibt, dann schalten die sich per Fernwartung mit so einer ID, schalten die sich dann drauf. Und das geht per TeamViewer. Ja, und die Unternehmen, die zahlen auch dafür, wenn diese TeamViewer-Software genutzt wird. Ja, und ich habe früher einfach mal gelernt, alles, was du kennst und mit was du täglich zu tun hast und was du nutzt und wofür dann auch Geld bezahlt wird, das soll man kaufen. Insofern würde ich denken, dass diese Aktien, so teuer sie auch sind, so von rein nackten Bewertungskennzahlen, dass sie auf Dauer eine Spekulation wert sind. Mal insgesamt gesehen, wir erleben seit Monaten eine wahnsinnig starke Börsenreaktion, ja, samt Höchstständen in den USA und dem fast Rekordhoch in Deutschland. Haben Sie auch gerade schon irgendwie angesprochen, ne? Und all das während des stärksten Wirtschaftseinbruchs und der schwächsten Weltwirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben es ja schon vor ein paar Monaten gesagt, Ulf, Realwirtschaft und Aktienmärkte klaffen immer weiter auseinander. Nochmal aus heutiger Sicht, warum? Ja, das stimmt. Daran hat sich nichts geändert. Sie klaffen immer noch weit auseinander, Realwirtschaft und Börsen. Man muss hier immer wieder sich vor Augen führen, Anleger handeln und bewerten und spekulieren nicht auf die Gegenwart, sondern allein auf die Zukunft. Und die Perspektiven sehen aus heutiger Sicht einfach besser aus als die reale Lage. Und solange das der Fall ist, steigen die Kurse. Sie steigen und steigen. So eine Konstellation, wie wir sie jetzt erleben, ist übrigens gar nicht so ungewöhnlich. Ich kann mich noch ganz gut an die Jahre Lehman-Schock 2008, 2009 erinnern. Damals, 2008, liefen bis zum Sommer die Geschäfte im Grunde wunderbar. Die Konjunktur lief lange Zeit gut, bis zum Sommer. Dann fiel der DAX, der fiel und fiel und fiel das ganze Jahr. Nämlich hatte 40% hat der DAX 2008 verloren. Dann 2009, wir erlebten die schwerste Rezession der Nachkriegsgeschichte. Es war damals die schwerste Rezession der Nachkriegsgeschichte. Ja, da stieg der DAX um 20% im Gesamtjahr. Die Kurse stiegen, weil eben die Aussichten besser waren als die Lage. Ja, und so ist es jetzt auch wieder. Und ein Ende ist auch nicht in Sicht, dass sich das mal wieder reguliert. Ja, das ist so einfach nicht. Das ist schwer zu sagen. Nämlich solange die Perspektiven besser bleiben als die Lage, glaube ich, steigen die Kurse weiter.
Wobei die Börse, je mehr sie steigt und steigt, immer anfälliger für Rückschläge wird. Denn es reicht ja nicht ganz allein aus, dass die Perspektiven besser sind als die Lage. Nämlich es braucht für jeden Kursanstieg auch Käufer. Und es müssen also immer weitere Anleger mit Käufen folgen. Und dass sowas nicht immer weitergehen kann, das liegt auf der Hand. Nämlich irgendwann fehlen diese Anschlusskäufe. Und sie können auch mal dann fehlen, wenn die Perspektiven besser sind als die Lage. Es kann also gut sein, dass wir nächstes Jahr den Aufschwung erleben, die Perspektiven immer noch gut sind, aber die Kurse fallen trotzdem. Eben einfach, weil dann auch die Lage zunehmend besser wird und weil die Kurse schon sehr, sehr stark gestiegen sind und dann einfach die Anschlusskäufe fehlen. So, und jetzt, Ulf, kommt die ewig gleiche Frage, muss man auch einfach mal sagen. Aber es ist ja auch das, was logischerweise am Ende die meisten interessiert. Und deswegen die Frage an dich, lohnt sich noch ein Einstieg und wenn ja, wo? Also mit Einzelaktien tue ich mich auf diesem erhöhten Niveau schwer, eben weil schon alles stark gestiegen sind. Aber die letzten Aktien, die ich im Handelsblatt Musterdepot, was auch täglich veröffentlicht wird, gekauft habe, waren die SAP im Oktober, kurz nach der Gewinnwarnung. Also das ist noch gar nicht so lange her. Da war die Aktie um mehr als 20% gefallen. Da war einfach mein Gedanke, diese Kursreaktion aufgrund dieser Gewinnwarnung ist übertrieben und habe deswegen für das Musterdepot diese Aktien gekauft. Ansonsten bin ich mit Einzelaktien vorsichtig, habe auch schon lange nichts mehr in diesem Musterdepot gekauft. Wer dennoch sein Geld investieren will, weil er es einfach hat und es gerne investieren möchte und es nicht auf dem Sparkonto zinslos liegen lassen möchte, ja, dem empfehle ich einfach zu Sparplänen in einzelne Börsenindizes, wie zum Beispiel den DAX oder den MSCI World. Und da dann einfach nicht die gesamten Beträge einzuzahlen, die ich habe, sondern regelmäßig kleinere Beträge. Das hat den Vorteil, dass ich nie wissen muss, wann die Kurse jetzt die Höchststände und wann nicht erreicht haben. Ich kann dann also nach und nach kaufen und habe dann sogar noch nebenbei den kleinen Vorteil, dass, ja, wenn sie dann zwischendurch mal trotzdem fallen, dann kriege ich einfach mehr Anteile fürs gleiche Geld. Also dann in dem Fall bloß nicht aussetzen mit dem Kauf. Also sich tatsächlich von der Berg- und Talfahrt nicht zu sehr anstecken lassen? Nee, im Grunde gar nicht, richtig. Im Grunde völlig emotionsfrei und völlig ohne Gefühle, einfach monatlich oder quartalsweise, oder man muss das gar nicht unbedingt mit einem Sparplan bei einer Bank machen. Man kann sich das auch selbst aufschreiben, im Grunde in seinem Terminkalender. Quartalsweise kaufe ich an dem und dem Tag die und die Börsenindizes in Form eines ETFs und da mich überhaupt nicht von beirren lassen, ob die Kurse jetzt ganz stark gerade fallen oder nicht. Ulf, Börsenendrally, was denkst du? Also ich glaube, diese Börsenendrally, Jahresendrally, die gibt es dieses Jahr auch wieder, aber wir haben sie schon gesehen. Diese Börsenendrally war im Grunde zu einem Großteil schon da. Ich meine, das Jahr ist ja auch schon bald zu Ende. Und wir haben einen Großteil davon gesehen. Und dass die Kurse jetzt nochmal bis Ende Dezember in einer Art Börsenendrally steigen, das kann ich mir so in der Form nicht vorstellen. Jetzt dämpfst du aber die Hoffnung vieler Anleger. Ja. Schauen wir mal, ob du recht behältst. Ulf, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte. The S&P 500 just hit a new all-time high. The S&P 500 index, which tracks the top 500 publicly traded companies here in the United States, is coming up on the highest price it's ever been in history. The S&P 500 and NASDAQ closing at all-time highs. The Dow up, gold up, oil up, real estate up. I'm walking on sunshine. So ein ähnliches Gefühl hatten in diesem Jahr wohl einige Börsianer an der Wall Street. Um sie also ganz schnell wieder rauszuholen aus dem Jahresendrally-Dämpfer, den Ulf uns gerade verpasst hat, schalten wir jetzt direkt weiter zu unserem US-Börsenexperten Markus Koch. Denn die Partystimmung geht weiter. Der Dow Jones hat gestern ein neues Rekordhoch markiert. Auslöser für den Kursanstieg war unter anderem, dass der amtierende Präsident Donald Trump den Weg für eine geordnete Machtübergabe freigemacht hat und dass Joe Biden die Nominierung der früheren US-Notenbankchefin Janet Yellen als künftige Finanzministerin bekannt gegeben hatte. Markus, das Wort des Jahres auf meiner Liste ist eindeutig Rekordhoch. Ich kann dir wirklich nicht sagen, wie oft ich dieses Jahr ein neues Rekordhoch anmoderiert habe. Zuletzt den Dow Jones, gestern über 30.000 Punkte. Wie ging es heute weiter? Hält die gute Laune? Nun, das, was wir jetzt im November erlebt haben, ist natürlich
einzigartig. Der Dow Jones knackt nicht nur 30.000. Wir haben den besten November seit 1987, seit Januar 87, der beste Monat. Wir haben den besten Monat für Nebenwerte in der Geschichte der Wall Street, den besten Monat für den Energiesektor in der Geschichte der Wall Street. Und es ist schon erstaunlich, wie diese Mischung aus Geldpolitik und jetzt die Hoffnung auf noch mehr Fiskalpolitik mit Janet Yellen am Ruder im Finanzministerium und natürlich die Covid-Impfstoffhoffnung, all das sorgt für eine unglaubliche Euphorie an den amerikanischen Märkten. Hoffnung, genau. Markus, ich will kein Spielverderber sein, aber irgendwie wirkt es auch teilweise so, als würden die negativen Meldungen, wie ne, zum Beispiel die Covid-Situation, komplett ignoriert werden von der Wall Street. Also die Medaille hat ja bekannterweise zwei Seiten, aber nicht mehr die an der Wall Street. Wir haben nur noch die Sonnenseite. Und es ist in der Tat so, dass es mittlerweile gar keine Bären mehr gibt. Selbst die Permabären sind mittlerweile bullisch und setzen auf einen steigenden Aktienmarkt. Fehlt eigentlich nur noch, dass die Schweine jetzt auch noch im Weltall fliegen. Dann ist das Wunder wirklich auch bei uns auch vollbracht. Und man sieht es auch an den Stimmungsindikatoren. Wir haben den CNN Angst- und Gier-Index fast bis zum Anschlag. Wir haben die höchste Quote an Privatanlegern, die mit steigenden Kursen in den nächsten 6 Monaten rechnen. Euphorie macht sich also zweifelsohne breit und das sehen wir nicht nur am Aktienmarkt. Man muss sich ja nur Bitcoin anschauen. 19.000 Dollar, im März waren es 5.000. Das grenzt schon alles langsam an Euphorie und Irrsinn. An Euphorie und Irrsinn, was bedeutet das in der Konsequenz? Wie viel Potenzial hat diese Rallye noch und können wir hier von einer Blase sprechen, die bald platzt oder ist das jetzt wiederum übertrieben? Und dass wir eine Normalisierung sehen würden mit den möglichen Covid-Impfstoffen, ist, glaube ich, klar. Und es gab sehr viele Sektoren im S&P 500, die immer noch sehr, sehr stark am Boden liegen und die jetzt dementsprechend auch schnell nach oben schnellen. Wenn also der Weg das Ziel ist und ein Covid-Impfstoff ist das Ziel, dann wird der Weg dahin trotzdem auch noch steinig ausfallen. Und die Dynamik, die wir jetzt sehen, die dürfte sich doch legen mit einer zunehmenden Gefahr, dass wir auch mal einen Rückschlag bekommen, zumal die Covid-Zahlen insgesamt ja immer noch sehr hoch sind. Ändert aber nichts daran, dass im kommenden Jahr das Umfeld weiter positiv bleibt. Es gibt keine Alternative zu Aktien. Wir werden eine voranschreitende Normalisierung sehen und die Konjunktur in den USA dürfte spätestens Ende kommenden Jahres das Niveau vor Ausbruch der Krise wieder erreicht haben. Gute Aussichten also. Markus, ganz herzlichen Dank für dein Update. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Christian Heinemann und Alexander Voss sind die Producer dieser Sendung. Ein großer Dank an beide für die Umsetzung von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war auch heute wieder um 16 Uhr. Und das Wort Redaktion möchte ich an dieser Stelle auch nochmal unterstreichen. Wir möchten Sie mit unseren Inhalten nicht nur informieren, wir möchten Sie auch zum Nachdenken anregen, Ihnen neue Impulse mit auf den Weg geben. Und wir freuen uns jederzeit, wenn Sie diese mit uns teilen. today@handelsblatt.com, das ist unsere E-Mail-Adresse. Und jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen einen schönen Feierabend zu wünschen oder wahlweise einen guten Start in den Tag.